Hey alle zusammen, heute werfe ich mal einen Blick auf den Arctic Freezer 33 eSports Edition CPU-Kühler. Jetzt fragen sich bestimmt so manche von euch, Moment mal, hast du den nicht schon mal vorgestellt? Die Antwort, ja und nein. Im Grunde genommen ist es der eSports One, den ich schon irgendwann Ende 2017 getestet habe. Der einzige Unterschied, abgesehen vom Farbschema, ist die Anzahl der Lüfter. Wie der Name eSports One uns immerhin schon verrät, kommt diese Variante mit nur einem Lüfter daher, während die eSports Edition mit zwei in einer Push-Pull-Konfiguration ausgestattet ist, um so praktisch das Maximum an Kühlleistung rauszuholen, so nach dem Motto, doppelt hält besser. Also zu einem Preis von 40 Euro im Moment, könnte das vielleicht richtig Power für wenig Geld heißen, aber wie viel mehr Power bringt denn nun so ein zweiter Lüfter? Im Lieferumfang wäre da einmal der Kühler selbst, Backplate, Halterungen, Schrauben, ein wenig Wärmeleitpaste und eine digitale Anleitung. Insgesamt habe ich nun drei verschiedene Modelle Arctic Freezer 33 Kühler getestet. Das Original, den eSports One und jetzt diesen eSports Edition, die leistungsstärkste Variante von den dreien. Die zwei eSports-Varianten sind erhältlich in vier unterschiedlichen Farbschemen, alle mit Schwarz gepaart. Da wäre Gelb, Weiß, Grün und natürlich Rot. Nun, eigentlich machen die Lüfter das Farbschema aus. Der Kühler an sich ist ganz in Schwarz gehalten. Zu den Lüftern, das sind Arctics hauseigene Bionix F120 Lüfter. Diese haben was drauf, sind doch ziemlich leise, besonders bei niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten, und es befinden sich auch ein paar Gummipads zwischen Lüfter und Kühlkörper, damit man Vibrationsgeräusche etwas reduziert, sollten denn welche auftreten. Außerdem darf man dank dem Drei-Phasen-Motor in den Lüftern von einer so richtig langen Lebensdauer ausgehen, darum auch die 10 Jahre lange Garantie auf den Kühler. Wie auch beim eSports One hat auch dieser Kühlkörper die sogenannte Sonderbehandlung, thermische Beschichtung, abbekommen. Das sieht am Ende nicht nur gut aus, sondern soll scheinbar auch bei der Kühlung helfen. Ein nettes Extra meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass beide der zwei Lüfter über einen zusätzlichen Lüftanschluss verfügen, sodass man ganz einfach einen weiteren Lüfter dran schließen könnte und diesen dann ebenfalls über den CPU-Lüftanschluss des Mainboards betreibt. Laut Arctic soll diese Version des Freezer 33 kein Problem mit dem Kühlen von CPUs mit einer TDP von bis zu 210 Watt haben. Das absolute Maximum in Sachen TDP ist allerdings 320 Watt. Dann ist da dieselbe alte Kupferkontaktfläche, die direkten Kontakt herstellt, und 4-6 mm dicke Heatpipes. Die Sockel, die hier hauptsächlich unterstützt werden, sind unter anderem Intels LGA 1151 und AMDs AM4. Auf Intel-Seite gibt's dann noch den begrenzten Support für LGA 2066 und 2011, aber nur Mainboards, die mit einer quadratischen ILM mit 80x80 mm Abstand versehen sind, gehen hier klar. Und ich muss schon sagen, das ist schon ein schicker CPU-Kühler. Nicht so groß und auch nicht so klein, er sollte sich wacker schlagen, auch für Übertaktungen. Die Montage ist also völlig nach Plan verlaufen, keinerlei Probleme und keine Angst wegen Platzmangel beim Arbeitsspeicher. Wie ihr ja seht, können alle vier Steckplätze besetzt werden, ohne dass der Kühler oder Lüfter da einen Strich durch die Rechnung machen würde. Aber was leistet dieses Freezer 33 eSports Modell, da nun ein zweiter Lüfter dran ist? Es ist ja eine doch nette Push-Pull-Konfiguration. Okay, zwei Lüfter sind besser als einer, aber man sieht ganz klar, dass der zusätzliche Lüfter bei der Kühlung nicht mehr die Welt bringt, wie ich eigentlich erhofft hätte. Es scheint, als wäre der Kühlkörper schon der limitierende Faktor, aber dennoch gibt es kleine Verbesserungen im Gegensatz zu einem Setup mit nur einem einzigen Lüfter. Und bitte vergesst auch nicht, dass die Wärmeableitung meiner Intel i7-7700K CPU klar ersichtlich nicht die beste ist. Das ist eine Tatsache. Im Allgemeinen verrichtet diese Freezer 33 allerdings verdammt gute Arbeit. Sicher, der Beste ist er nicht, niemand hätte damit auch gerechnet, zumindest hoffe ich das. Was am Ende zählt, ist, dass man damit definitiv diese 4,8 GHz Übertaktung stabil halten bzw. kühlen kann, und das klappt einwandfrei. Und die Geräuschentwicklung dabei ist minimal. Im Leerlauf sind die Lüfter für mich unhörbar. Erst sobald ich Cinebench Ida 64 laufen lasse oder allgemein einfach die Last auf der CPU erhöhe, erst dann konnte ich die Lüfter raushören. Und nein, diese Bionix-Lüfter
sind nicht die leisesten am Markt, das steht schon mal fest. Würde ich sie aber als laut bezeichnen? Nein, würde ich nicht. Also letzten Endes hat der Freezer 33 eSports Edition beeindruckende Kühlleistung sowie Optik für weniger Geld zu bieten. Kein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist wieder mal ein guter Beweis dafür, dass wenn ein CPU-Kühler gut designt ist, man nicht unbedingt gleich immer auf RGB-Beleuchtung setzen muss, damit man die Ästhetik aufbessert. Und solltet ihr hier dennoch Beleuchtung vermissen, die Lüfter können ganz leicht mit beliebigen ausgetauscht werden, solltet ihr das unbedingt durchziehen wollen. Ach, und mir gefällt die Tatsache sehr gut, dass man sich wegen Platzproblemchen keine Gedanken machen muss. Das ist eben ein mehr oder weniger ziemlich kompakter Kühler. Somit kann ich euch den Arctic Freezer 33 eSports Edition definitiv weiterempfehlen. Er hat wirklich meine Goldauszeichnung verdient. Ich bin beeindruckt. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.